Chris Baldisberger vor dem 3-3, muss man sagen, wow, die Energie, wo hat er die dort hergeholt? Ja, es ist ganz einfach. Ich meine, wer im Stadion war, ist, ja, es war eine unglaubliche Stimmung, eine unglaubliche Energie. Und ich glaube, dass wir da noch einen Schub haben können, geben, am Schluss sind sicher auch den Fans verdanken. Ich weiß nicht, was momentan los ist, aber es macht unglaublich Spass. Und sie sind für uns ein wie ein Energietank. Im Spiel haben wir das Gefühl, dass es ein bisschen auf und ab war. Mit dem, was der andere gut angezeigt hat, der Verteidiger gegeben, den langen Pass führen. Man hat das Gefühl, das Spiel ist auf euch zugeschnitten. Trotzdem fehlt es noch Details, bis das System auch funktioniert, das Trainer gerne sehen will. Ja, das ist ganz klar. Also, wir haben gewusst, dass es das nicht von heute auf morgen geht. Ich denke, wir müssen sicher ein Spiel anschauen. Der Start und der Schluss war wirklich super. Ich meine, wir sind hervorragend rausgekommen, haben wirklich Druck machen können. Und nach dem zweiten Drittel haben wir, ja, irgendwie sind wir nicht mehr gelaufen. Und ich meine, es hat auch aufgezeigt, wieso Zug so eine Top-Mannschaft ist. Oder? Aus einem 0-0 machen sie gerade das 3-0. Und wir haben gewusst, wo hin und vorne ist. An dem müssen wir sicher noch arbeiten. Und ich denke, heute hat es gezeigt, was es braucht, um eben so Mannschaften zu schlagen. Und ja, momentan geht einfach vieles über Laufen, Energie und sicher Druck aufs Goal. Weil wir haben momentan mit Goalschüssen. Aber wir arbeiten daran und ich denke, heute war es schon sicher besser gewesen.